Ja, für euch sind wieder einige Stunden vergangen, für mich nur einige Sekunden und wir legen auch sofort los mit dem Setup. Für meinen Geschmack könnte ich hinten den Heckflügel noch 2 Klicks Dollar haben. Gucken wir mal, ob das was bringt, weil er rutscht mir doch noch ein wenig stark über die Vorderachse. Wir fahren DTM Experience 2014 im virtuellen Parallel-Event zur heutigen Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Eurospeedway Lausitzring. Oh, ich glaube, ich darf da gar nicht über diese weiße Linie fahren. So, jetzt in der Qualifikation ist mal Fresse halten angesagt, weil ich will einmal eine vernünftige Zeit fahren. Oh ja, Flügel hinten auf 19 hat wirklich was gebracht. Dafür gibt es jetzt kein DRS, aber ist ja nicht schlimm. So, Zeit läuft. Oh, da reicht auch Fuß vom Gas. Naja, immerhin nicht ganz letzter. Noch nicht. Shit. Kann ich noch wesentlich später bremsen. Nicht euer Ernst, oder?
Also ich freue mich schon sehr auf das KI-Update mit dem nächsten Patch. Sterben. Ich fahr schon ganz gut mit, ja, ich dürfte nur nicht laufend so einen bescheuerten Fehler machen. Wie sowas zum Beispiel. Also die KI bremst viel später und viel doller.
Ich raste aus. So, letzter Versuch. Ich habe keine Ahnung, auf welche Position ich jetzt gefahren bin. Ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt noch gezählt hat. Wo ist er? Ja, was, ey? Ey, was? Auf den 19. bin ich noch gefahren. Naja, immerhin. Ich bin ja auch ein Anfänger, da darf man ruhig mal auf den 19. fahren. So, qualifizierte Fahrer. Da stehe ich wahrscheinlich gar nicht auf der Liste. Eins bis 18, okay, was auch immer das bedeutet. Bin ich jetzt raus? Ist es für mich abgebrochen, gelaufen? War es das? Endgültiges Qualifikationserlebnis? Herr Löblich auf der 19 mit einer 1:20.399. Och Mann, schade. Aber ich schiebe das jetzt tatsächlich mal auf eine eingeschaltete Kamera. Und auf die 30 Frames, weil, also ich komme auf die 30 Frames nicht klar. Das ist, wenn man mit 60 Frames die ganze Zeit fährt oder wesentlich mehr, dann ist das hier echt ein wenig anstrengend, wenn man die ganze Zeit plötzlich mit 30 Frames fährt. Wie gesagt, mit 60 kann ich leider nicht aufnehmen. Ich brauche mal so ein Capture-Device, glaube ich, oder ich muss mir mal irgendwas überlegen, wie ich mit 60 Frames aufnehmen kann, weil das geht ja so gar nicht. Jetzt fahre ich wahrscheinlich, okay. Ich fahre jetzt also kein ich fahre jetzt keine zweite Quali mehr. Das machen dann wohl nur die ersten 18. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Dann war das eine relativ kurze Qualifikation heute. Meine lieben Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, immerhin auf den 19. Platz. Und dann werde ich jetzt mal kurz sowohl die Game-Aufnahme als auch die GoPro-Aufnahme stoppen, damit ich mal neue Dateien habe, nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. Und dann sehen wir uns wieder zum Rennen. 26 Runden Eurospeedway Lausitz und ihr guckt derweil in meine sozialen Netzwerke, die sich in dieser Ecke befinden. Liebe Freunde, vielen Dank. Ich bin übrigens schon wieder komplett durchgeschwitzt, danach muss ich erstmal duschen gehen, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum Rennen. 26 Runden. Lassen wir uns überraschen.